Nachdem wir jetzt gelernt haben, wie man Fakten auf einem sehr groben Niveau verdreht und so versucht, Realitätsbildung zu betreiben, widmen wir uns noch ein bisschen einem feineren Thema. Ja. Martin Haase beschäftigt sich intensiv mit Sprache und mit der Verwendung von Sprache. Er ist ein Professor, Doktor und wir sind sehr geehrt, dass er seinen Weg hierher auf unsere Bühne gefunden hat. Linguist und Blogger und eigentlich Maha und nicht Martin Haase. Und der spricht jetzt mit euch darüber, wie man mit Menschen diskutiert, die unter Demokratie oder auch Macht oder Wahrheit ganz andere Sachen verstehen als jetzt zum Beispiel wir. Oder vielleicht versteht ihr auch was ganz anderes drunter. Wie man auf jeden Fall mit Menschen diskutiert, die was anderes verstehen als man selbst. Und was die Sprache eigentlich mit unserer Gesellschaft macht. Ein bisschen Orwellsch also. Ja. Viel Spaß. Viel Spaß. Hallo. Danke. Ja. Ja, hallo. Also Sprache und Macht ist mein Thema. Ich will mich mal räuspern. Ja, Sprache und Macht. Das ist eigentlich naheliegend, dass Sprache irgendwie Macht hat. Und um jetzt dieses Wortspiel hier auch aufzugreifen, dass Sprache etwas macht mit uns, nämlich dass sie es ermöglicht, dass wir vielleicht Dinge plötzlich glauben, die wir vorher nicht geglaubt haben. Und das ist halt eine ganz wichtige Funktion, die ist auch nicht erst gestern entdeckt worden, sondern ist ziemlich alt. Also bereits in der Antike hat man sich mit dem Überzeugen und Reden beschäftigt, insbesondere mit der Rhetorik, also der Kunst der Rede, weil man eben schon damals gemerkt hat, dass Sprache was macht mit den Menschen und eben damit eben auch Macht über Menschen ausgeübt werden kann. Ja, und die meisten wissen es, ich beschäftige mich nun seit geraumer Zeit mit einem Phänomen, dass man, wenn das jetzt hier funktionieren würde, würde man auch die nächste Folie sehen. Ah, ja. Nämlich mit Neusprech, also Orwell wurde schon erwähnt, von dem stammt ja dieses Konzept, Neusprech, das Newspeak auf Englisch heißt, also dass versucht wird, eben mit Sprache Einfluss zu nehmen und eben auch vielleicht die Wirklichkeit zu verändern durch Sprache. Das ist beschrieben in 1984 im Zusammenhang mit einem Überwachungsstaat und da habe ich das also her. Hier ist das Blog, was ich zusammen mit Kai Biermann betreibe. Der neueste Eintrag ist schon ein bisschen älter. Ich musste diesen Vortrag vorbereiten. Aber es geht natürlich weiter. Und der neueste Eintrag ist aber trotzdem aktuell. Ich werde gleich ein bisschen darüber sprechen, über das Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Ja, wir machen sozusagen ein Wörterbuch. Ein Wörterbuch mit Neusprechwörtern, also mit Wörtern, die irgendwie seltsam sind, oft Vernebelungen darstellen und eben für Propagandazwecke oder eben auch nur rhetorisch genutzt werden. Es ist nicht nur ein Wörterbuch, wir beschäftigen uns auch ein bisschen mit Grammatik. Das werde ich heute weniger tun, aber auch Grammatik wird natürlich entsprechend eingesetzt. Und natürlich Rhetorik, also die Kunst der Rede, die uns natürlich auch interessiert, also über das einzelne Wort hinausgehend. Auch dazu wird es heute ein Beispiel geben. Für die Grammatik ein Beispiel, was wir ausführlich beobachtet und beschrieben haben, auch in unserem Buch, das ist da auch noch ein bisschen sichtbar im Hintergrund, Sprachlügen, das Merkel-Wir. Wir merken das bis heute, wenn Merkel spricht, in diesem Fall auch, wenn ich spreche, wird dieses Wir benutzt, aber bei Merkel, und das ist das Besondere, ist nie so ganz klar, wer damit gemeint ist. Die Bundesregierung oder ganz Deutschland, sie identifiziert sich dann eben auch mit den anderen oder möchte, dass andere sich mit ihr identifizieren. Ich will da jetzt nicht weiter darauf eingehen, da gibt es viele Beispiele, da habe ich mehrfach drüber gesprochen. Ich habe auch über die Rhetorik von Ursula von der Leyen gesprochen und da auch ein rhetorisches Phänomen festgestellt, eine sogenannte Klimax, das heißt griechisch Leiter, das ist, wenn man Wörter aneinander reiht und die werden immer heftiger. Und das macht Ursula von der Leyen so aus dem Bilderbuch. So ein bisschen wie auf der Rhetorikschule. Also deshalb haben wir das Laienleiter genannt. Kann man auch heute immer noch sehen, wenn man irgendwas hört, was Ursula von der Leyen so
von sich gibt. Ja, kommen wir aber nun zu den Wörtern beim Neusprech, und da gibt es ganz aktuell schöne Beispiele, wo man wirklich von einem Angriff auf die Freiheit sprechen kann. Das ist keineswegs übertrieben und das betrifft noch nicht den Rechtspopulismus. Man denkt natürlich bei Angriff auf die Freiheit vielleicht gleich Dinge, die dort vorkommen, aber das betrifft tatsächlich die Parteien, die jetzt auch angesichts des Rechtspopulismus immer so als die guten Parteien sich darstellen, die man unbedingt wählen sollte, aber vielleicht sollte man das auch nicht tun. Denn es gibt da so Gesetzesvorhaben, eins wurde schon erwähnt, wie zum Beispiel das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, die nicht ganz unproblematisch sind, beziehungsweise die höchst problematisch sind. Man sieht das eben gerade diesem Wort nicht an. Netzwerkdurchsetzungsgesetz klingt erstmal gut. Und man denkt, endlich überall Netzwerke, schön, die Netzwerke setzen sich durch. Das ist vielleicht gemeint, aber das ist nicht gemeint. Das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, hier der Artikel, kann man dann auch nochmal lesen, da geht es eben gerade nicht um den Netzausbau, wie man vielleicht meinen könnte, sondern da geht es darum, eben tatsächlich in sozialen Netzwerken einzugreifen und natürlich mit dem hehren Ziel, Fake News zu verhindern, mit dem hehren Ziel, Hassbotschaften zu verhindern, aber eben dann auf eine Weise, die doch höchst problematisch ist, weil am Ende es leicht zu Zensur kommen kann, weil es das Problem gibt, dass eben private Recht ausüben bzw. Rechte durchsetzen, oft unkontrolliert bzw. vorauseilend, weil wenn die Betreiber von sozialen Netzwerken hier nicht reagieren, dann drohen Geldstrafen. Das heißt, sie werden natürlich besonders darauf achten, dass im Zweifel erstmal zensiert wird. Und das ist natürlich nicht sehr gut. Also dieses Netzwerkdurchsetzungsgesetz, da sind sich auch alle einig, ist handwerklich schlecht und ist im Grunde ein Angriff auf Grundrechte und damit eben ein Angriff auf die Freiheit. Und das Ganze kennen wir schon. Das ist eben nichts Neues und da gab es schon mal ähnliche Gesetze mit ähnlichen seltsamen, also irgendwie scheint meine Fernbedienung nicht so gut zu funktionieren. Ja, geht nicht. Da gab es schon mal sowas, nämlich das Zugangserschwerungsgesetz, das klingt auch ganz ähnlich. Zugangserschwerungsgesetz, das war damals das Gesetz, mit dem auch etwas versucht werden sollte, was an sich gut ist, nämlich Kinderpornografie sollte verhindert werden, aber das geschah natürlich, wie man sich erinnern wird, auf nicht ganz gute Weise, nämlich einfach dadurch, dass es DNS-Sperren gibt, also der Internetverkehr sollte umgeleitet werden, das ist leicht zum Gehen, führt dann auch zu einem gewissen Zensurphänomen und deshalb wurde das Gesetz ja dann auch mit der Bezeichnung Zensursula verbunden und es gibt es auch nicht mehr, weil es einfach nicht durchführbar war. Aber beim Netzwerkdurchsetzungsgesetz haben wir jetzt eine ganz ähnliche Situation. Ja, wenn diese Fernbedienung funktioniert. Gefährdergesetz, das Gefährdergesetz. Ja, das geistert ganz seit kurzem durch die Presse. Da sind auch unterschiedliche Dinge damit gemeint. Manchmal ist damit das BKA-Gesetz gemeint, aber gerade die Form mit dem Bindestrich bezieht sich oft auf die derzeitigen Gesetzesvorhaben in Bayern, wo es tatsächlich um die Konkretisierung und Durchsetzung des BKA-Gesetzes gibt. Das BKA-Gesetz ist unlängst ja überarbeitet worden. Ich hätte ja gerne, dass das hier funktioniert. Das BKA-Gesetz ist nämlich erweitert worden durch ein Sicherheitspaket. Man sieht schon, der Name Sicherheitspaket ist auch irgendwie unklar. Man weiß nicht genau, was das ist. Dieses Sicherheitspaket wurde dann auch schon mal in der Presse als Gefährdergesetz bezeichnet. Und da geht es um elektronische Fußfesseln. Auch das haben wir in unserem Blog, was da in Anführungszeichen steht, ist immer auch in unserem Blog. Elektronische Fußfesseln. Bei uns heißt es dann Fußfessel, elektronische. Denn es ist natürlich ein Wort, was
nicht stimmt. Dass die elektronischen ist schon mal nicht so ganz wichtig, ist nicht der das Hauptproblem. Es handelt sich eben um ein elektrisch betriebenes Gerät, deshalb elektronisch. Aber die Fußfessel ist eigentlich keine Fessel, sondern ein Überwachungsinstrument, wo man halt sehen kann, wer sich wo befindet. Und natürlich ist das etwas, was mit den Menschenrechten schwer zu vereinbaren ist. Und in diesem Falle möglicherweise auch problematisch. Sie sind inzwischen erlaubt nach dem BKA-Gesetz, da muss es aber jetzt noch eine Umsetzung geben und in Bayern arbeitet man gerade daran und das Gesetzesvorhaben heißt dann eben Gefährdergesetz mit Bindestrich. Ja, im gleichen Zusammenhang, das ist da auch mit drin in dem Paket, also gerade auch beim Gefährdergesetz wird das diskutiert, die sogenannte Präventivhaft. Eine Präventivhaft, die halt nicht die normale Funktion von Haftstrafen hat, dass eben jemand bestraft wird, sondern eben präventiv, sie soll eben schon verhindern, dass Verbrechen geschehen. Und das kann man natürlich am einfachsten, indem man sogenannte Gefährder wegsperrt, möglichst auf unbestimmte Zeit. Und Gefährder sind ja Unschuldige, die noch nichts getan haben. Möglicherweise was tun werden, also mögliche Störer. Ne? Und wenn man die halt in Präventivhaft wegsperrt, dann verspricht man sich davon, dass diese Störungen nicht mehr stattfinden. Und das kann man weiter ausweiten, dann nimmt man eben nicht die Gefährder, sondern wie manche Innenminister ja sagen, die potenziellen Gefährder. Dann hat man also die potenziellen möglichen Störer und irgendwann hat man alle verhaftet. Ne? Das ist überhaupt die ideale Gesellschaft. Alle sind verhaftet, alles ist sicher. Ne? Man wendet das Gefährdergesetz gerne bei drohender Gefahr an, drohende Gefahr. Das gibt es noch nicht in unserem Blog, habe ich aber schon angefangen, der Artikel kommt demnächst. Die drohende Gefahr, das ist natürlich schon seltsam, ne? Gefahr ist immer drohend, nicht drohende Gefahr kann es nicht geben, dann ist es keine Gefahr mehr. Ne? Ist aber jetzt auch ein Terminus geworden, nämlich insbesondere für sogenannte Gefahrenlagen. Das ist eine Gefahrenlage. Nun, das sind solche Dinge wie die besondere Gefahrenlage, also auch ein Terminus aus der Gesetzgebung. Was ist mit der besonderen Gefahrenlage gemeint? Naja, das ist etwas, was vorkommt bei sogenannten Risikospielen. Jetzt weiß nicht, ob alle wissen, was ein Risikospiel ist. Wer weiß, was ein Risikospiel ist? Ah, doch, ein paar wissen, was ein Risikospiel ist. Es handelt sich hier nicht um verbotene Glücksspiele. Die haben zwar auch ein gewisses Risiko, aber hiermit sind sogenannte Hochsicherheitsspiele gemeint. Das ist der andere Terminus. Risikospiel, Hochsicherheitsspiel. Ja, und es handelt sich um ein Risikospiel oder ein Hochsicherheitsspiel. Jetzt ging es zu schnell. Wenn eine besondere Gefahrenlage vorliegt und wenn nicht eine besondere Gefahrenlage vorliegt, naja, wenn dort gewaltfreie Fans sein könnten, gewaltbereite Fans sein könnten. Gewaltbereite Fans, also auch wieder Leute, die noch nichts getan haben, aber möglicherweise was tun könnten. Und schon haben wir die Gefahrenlage. Und schon haben wir ein Hochsicherheitsspiel. Und schon kann man auf die Polizei zurückgreifen. Das Ganze läuft darauf hinaus, dass es sowas geben soll wie ein Supergrundrecht Sicherheit, der Ausdruck Supergrundrecht stammt ja von dem damaligen Innenminister Friedrich und wird auch weiterhin gerne verwendet. Ganz vor kurzem noch, wir haben das in unserem Blog auch beschrieben, von einer CSU-Politikerin, nämlich Gerda Hasselfeld, die gesagt hat in der Neuen Presse Passau, das Ziel muss größtmögliche Sicherheit sein, dem solle alles untergeordnet werden. Alles soll sich dem unterordnen, deshalb. Das heißt, alle einsperren, alle mit Fußfesseln versehen, alle wirklich, denn alle Menschen können potenzielle Gefährder, damit Störer werden und dann ist wirklich Sicherheit da. Das will man natürlich nicht und das soll man auch verhindern und das kann man verhindern, indem man etwas tut gegen solche Gesetze, eben die richtigen Parteien wählt, die anderen vielleicht auch kontaktiert. Brigitte Zypris mischt ja immer mit, die ist aus Darmstadt, die kann man also direkt ansprechen und mal sagen, dass eigentlich diese Gesetzesvorhaben nicht so gut sind. Das Wirtschaftsministerium, was sie leitet, ist sehr involviert in der Frage nach dem Netzwerk-Durchsetzungsgesetz. Der Rechtspopulismus aber nun endlich, wie versprochen, zum Schluss. Rechtspopulismus, nun Populismus, ich habe das
bin da auch öfter schon mal missverstanden worden, ist an sich ja nichts Schlechtes. Das Schlechte beim Rechtspopulismus steckt mehr in dem Rechts drin, weil eben rechtspopulistische Parteien nicht nur in Deutschland offen sind zu Positionen, die rassistisch sind, die eben rechtsextrem sind, und da ist es dann natürlich wirklich problematisch. Ein Wort, was wir in unserem Blog schon beschrieben haben, über das ich auch schon in meinem Vortrag auf dem Chaos Communication Kongress gesprochen habe, ist die Obergrenze, aufgebracht worden von Horst Seehofer, der eine Obergrenze für Zuwanderung will. Alle Leute verstehen, oder viele Leute verstehen, der will jetzt endlich die Flüchtlinge aus dem Land schaffen, aber natürlich Obergrenze als Obergrenze der Zuwanderung, nicht der Flüchtlinge, und deshalb ist das eben auch vereinbar mit dem Grundgesetz, aber er kann das sagen, denn die Leute hören das, was sie hören wollen, viele hören eben direkt Flüchtlinge raus, und das ist eben auch das, was Seehofer am Ende ja bezweckt, denn er hat erst ja im Nachhinein erklärt, was es mit dieser Sache mit der Zuwanderung auf hat. Und da das ein problematischer Begriff ist, haben sich einige CSU-Politiker überlegt, das noch so ein bisschen abzumildern, und man liest jetzt eine neue Form der Obergrenze, nämlich die sogenannte atmende Obergrenze. Die atmende Obergrenze ist eine, die sich immer anpasst an die Situation. Jetzt, wo weniger Flüchtlinge kommen, dann senkt die sich eben ab und dann geht die wieder nach oben und so. Die atmende Obergrenze, also ein ganz seltsames Wort. Warum Obergrenze an sich schwierig ist, liegt natürlich daran, dass es keine Untergrenze gibt. Das kann man auch in unserem Blog sehr schön nachlesen, das spare ich mir jetzt. Sondern kommen wir zu einem anderen Thema, nämlich den Tugendterror. Und auch das ist ein Thema aus dem rechtspopulistischen Spektrum. Man denkt schon, Tugendterror, das klingt ja komisch. Und immer wenn irgendwas komisch klingt, sollte man genauer hinhören, denn dann wird möglicherweise was verborgen oder etwas Seltsames soll einem verkauft werden, wie bei diesem Tugendterror. Wo kommt das her? Der Tugendterror stammt aus einem Buch von 2014 von Thilo Sarrazin, Der neue Tugendterror über die Grenzen der Meinungsfreiheit in Deutschland. Und um was geht es da? Er nimmt auch noch andere Wörter, wahrscheinlich hat er eine Schreibberatung. Manchmal spricht er von Tugendwahn, manchmal spricht er von Meinungskonformismus. Also es geht im Wesentlichen darum, dass es offensichtlich irgendwelche Leute gibt, die Meinungen vorgeben und sich alle denen anpassen. Und da geht es besonders um sogenannte Gutmenschen, sieht man auf der nächsten Folie. Entschuldigung, erst die Etymologie von Tugendterror, das hat sich Sarrazin natürlich nicht selber ausgedacht, sondern das Wort kommt aus dem Zusammenhang mit der Französischen Revolution, allerdings auch schon zur Abwertung. In Deutschland hat man das gesagt, dass dort Tugendterror betrifft, durchgeführt wird. Also Terror meint tatsächlich, jetzt sind wir zu weit, Terror meint natürlich tatsächlich Terrorismus, also das Wort Terrorismus kommt von diesem Terror, diesem Staatsterror in Frankreich. Der Verantwortliche, den sieht man hier, das ist Maximilien de Robespierre, der eben die Tugend durchsetzen wollte in Frankreich mit der Guillotine. Terror, also eben massenhaft Menschen ermordet im Auftrag des Staates. Und er hat das versucht zu begründen in einer berühmten Rede, die La Terreur et la Vertu heißt, der Terror und die Tugend. Und daher eben Tugendterror. Und da sieht man schon, wenn man das jetzt auf etwas anderes bezieht, wo niemand sterben muss, ist das natürlich schon eine seltsame Relativierung. Kommen wir also zur nächsten Folie. Bei Sarrazin geht es um sogenannte Gutmenschen. Interessanterweise kommt das Wort Gutmenschen häufig im Plural vor. Eigentlich nicht allein, und da sieht man schon, es gibt vielleicht gar nicht sowas wie den Gutmenschen, sondern es gibt offensichtlich irgendwie so eine Masse, die keiner genau kennt. Es wird auch von Gutmenschentum gesprochen und von politischer Korrektheit. Das alles ist eben Tugendwahn, und dem wird der Kampf angesagt. Gutmensch wird eben als was Schlechtes dargestellt. Eigentlich heißt gut ja gut, und korrekt heißt halt, hat was mit korrekt zu tun, aber das ist eben schlecht in den Augen Sarrazins, und da muss man jetzt unendlich was tun, wenn man richtig gut sein will. Da geht es also nicht nur um Wörter, sondern tatsächlich um Rhetorik, denn das Ganze ist ein rhetorischer Trick, wie die nächste Folie zeigt. Es geht nämlich um einen sogenannten Strohmann. Das Gutmenschentum,
was man schwer greifen kann, also den Gutmenschen an sich findet man gar nicht. Und der Tugendterror, der an sich ein seltsames Konzept ist, die werden dargestellt als Strohmänner, als vermeintliche Feinde, die gar nicht da sind. Und dem wird jetzt was entgegengesetzt, nämlich die für Sarrazin richtige Herangehensweise, nämlich kein Blatt vor den Mund zu nehmen und endlich die Wahrheit auszusprechen. Das heißt, dieses Strohmann-Argument ist sozusagen eine Wahrheitsproduktionsmaschine. Man produziert Wahrheit allein dadurch, dass ja die Gutmenschen der Tugendterror das nicht sagen wollen, also sagen wir es und damit ist es Wahrheit. Aber es ist natürlich eine zweifelhafte Wahrheit. Und wenn jemand so argumentiert, dann sollte man wirklich genauer hinsehen und vielleicht dann doch widersprechen. Und wir sehen, das Ganze ist ein bisschen komplex, weil da so eine Metaebene drinsteckt mit dem Strohmann. Also das sollte man dann auch entsprechend merken und nicht drauf reinfallen und sagen, ja, ja, die Gutmenschen, das ist ja ganz schlimm, da müssen wir was tun, aber wir müssen was tun gegen den Terror, gegen den Tugendterror. Nee, eben nicht, weil es die eben gar nicht gibt in der Form. Ja, was tun? Da sind wir eben gerade bei der Frage und natürlich auch am Ende meines Vortrags. Was tun? Naja, ganz einfach. Genau hinhören. Genau hinhören ist schon mal der erste Schritt. Genau hinhören, was wird da eigentlich gesagt? Wenn so komische Wörter kommen, ganz wichtig, dann muss man genau hinhören. Und die Begriffe, die da kommen, sollte man immer hinterfragen. Insbesondere, wenn man so einen Begriff noch nicht gehört hat, wenn der komisch klingt, wenn der unverständlich klingt, dann genau mal hinterfragen, was ist da eigentlich gemeint? Und dann ist schon viel gewonnen. Also die Streu der Maxime der Hackerethik, also für diejenigen, die sich hier so ein bisschen mit dem Hacken in der einen oder anderen Form beschäftigt, dürfte das bekannt sein. Also alles Zweifelhafte muss angezweifelt werden. Und wenn man das tut, ist man, glaube ich, schon einen guten Schritt weiter. Das ist auch meine Empfehlung für den heutigen Abend, alles Zweifelhafte anzuzweifeln. Und ich denke, dann ist schon einiges gewonnen. Ja, ich empfehle unser Blog, wie gesagt, das Buch, aber das Buch ist auch im Blog, von daher braucht man das gar nicht zu kaufen. Wer mit mir kommunizieren will, kann das per E-Mail oder per Twitter tun. Und wer noch mehr Vorträge von mir hören will, kann das tun unter den beiden Links, die da stehen. Also bei mediaccc.de findet man vor allen Dingen meine Vorträge zum Thema Neusprech und so, also das, was ich hier erzählt habe. Bei archive.org sind auch noch alle anderen Sachen, einschließlich meiner Vorlesungen. Also man kann da alles finden. Ich habe versucht, möglichst alles zu archivieren, was ich so von mir gegeben habe. Auch meine vielen Fehler. Also von daher steht das alles zur Verfügung. Und ich freue mich natürlich über Feedback. Vielen Dank. Dankeschön. Ja, ein sehr spannender Vortrag. Daher auch direkt die Frage ins Publikum. Habt ihr Fragen? Guck mal, da winkt einer. Kerstin, andere Seite des Raumes. Du brauchst ein Skateboard. Du bist doch so ein Läufer. Zeig mal, was du kannst. Es geht hier um andere. Ja, also zunächst mal danke, Martin, für deinen Beitrag sozusagen des Aufdröselns der Begrifflichkeiten und der Klarmachung, wie man sozusagen eine Sprache beeinflussen kann. Frage: Reicht das sozusagen, die widersinnige Definition von diesen Begriffen darzulegen? Müsste es nicht auch Teil der Strategie zu sagen, unsere Gegenworte zu bilden? Das jetzt, weiß ich nicht, sozial schwach eigentlich ökonomisch schwach bedeutet und einfach permanent die wahre Definition zu verwenden. Also das fehlt mir an der Stelle noch so ein bisschen. Ja, das Problem ist natürlich erstmal, dass es bei Wörtern nie sowas gibt wie richtig oder falsch. Das ist ein bisschen das Problem dabei und es gibt nicht das wahre Wort. Das hat man in der Antike noch geglaubt, da hat man dann sowas erfunden wie die Etymologie. Die Etymologie gibt es heute immer noch, das ist die Forschung nach dem Ursprung der Wörter. Aber die ursprüngliche Idee dahinter war, dass wenn man lange genug forscht, man irgendwann die wahre Bedeutung kriegt oder das richtige Wort. Das geht natürlich nicht, denn Wörter haben immer, transportieren immer auch Gefühle. Also wir haben gerade in so politischen Auseinandersetzungen immer ein Wort, was die einen Vertreter
die Vertreter der einen Seite nutzen würden und die Vertreter der anderen Seite würden ein anderes Wort nutzen und es gibt kein neutrales. Man kann das sehr schön sehen, gerade jetzt bei so Sachen mit dem Netzwerk, Durchsetzungsrecht und der anderen, da gibt es ja diese Geschichte mit Trojanern und so. Die einen sagen Trojaner, die anderen sagen, oder noch schöner, eigentlich Quellen-TKÜ ist ein schönes Wort, Quellen-TKÜ. Na, klingt gut, TKÜ, das klingt so wie DFÜ, irgendwie technisch. Na? Und Quellen, naja, na, an der Quelle wird Telekommunikationsüberwachung betrieben und gegen die Telekommunikationsüberwachung kann man ja nichts haben, weil man ja auch die Telefonüberwachung mag. Aber dass es gar nicht darum geht, die Kommunikation zu überwachen, sondern an der Quelle eben zu überwachen, das heißt also Computer zu verwanzen, na, das wird da nicht deutlich. Das heißt, die Gegner sagen Trojaner oder Computerwanze, das hat eine bestimmte, transportiert ein bestimmtes Gefühl und die Befürworter sagen Quellen-TKÜ. Oder ein anderes Beispiel, dass die Gegner sagen Nacktscanner, die Befürworter sagen Sicherheitsscanner oder Körperscanner, Bodyscanner, Bodyscanner. Und dann wird eben das verwendet, was man will, obwohl sich da glücklicherweise das Wort Nacktscanner so weit durchgesetzt hat, dass es wirklich ein Problem gibt, diese Geräte zu verteidigen. Aber sie werden eingesetzt, natürlich dann unter einem anderen Namen. Also es ist dann schwer, ein neutrales Wort dafür zu finden. Auch sowas wie Terahertz, Wellenscanner ist ja nicht neutral, sondern ein Technizismus, der vorgibt, dass das Ganze technisch einwandfrei ist und unproblematisch. Danke. Ich bin schon da. Du bist schon da, dann los. Hallo, vielen Dank für den Vortrag. Sprache ist, wir reden ja gerade drüber, Sprache ist ja nichts Absolutes. Ja, ja. Ist interpretationswürdig. Für Thilo Sarrazin ist die politische Korrektheit der Gutmenschen zweifelhaft und muss angezweifelt werden. Mhm. Wann erkennt man, wann Zweifel gut sind und wann sie schlecht sind? Also wann ist der Zweifel ein Zweifel und wann ist es eine Fehlleitung? Ja, genau, schöne Frage. Wäre ich Politiker, würde ich sagen, ich bedanke mich für diese Frage. Ich bin ja Politiker. In der Tat ist dieser Satz, alles Zweifelhafte muss angezweifelt werden, natürlich genau so ein Problem, weil, und zwar beabsichtigt, weil woher weiß man, was zweifelhaft ist? Das ist halt genau der Punkt. Ich glaube schon, dass es Kriterien dafür gibt, was zweifelhaft sein könnte. Und das habe ich ja versucht darzulegen, wenn seltsame Wörter auftauchen, die irgendwie komisch sind, entweder sowas wie Netzwerkdurchsetzungsgesetz, wo man gar nicht versteht, was gemeint ist, wo man auch an der Wortbildung schon merkt, das kann nicht gehen, denn meistens bei diesen Nomina Actionis ist der erste teilweise das Objekt des anderen, das passt nicht bei Netzwerk, denn das Netzwerk soll ja nicht durchsetzt werden, also dann sieht man, da stimmt schon was nicht. Oder Tugendterror, um das andere Wort zu nehmen, das ist auch seltsam, ne? denn Tugend und Terror, irgendwie stehen die in so einem Widerspruch, das hat sowas von einem Oxymoron, also da merkt man schon, da ist was seltsam, auch beim Gutmenschen ist da was seltsam. Also gut, also erstmal, dass er so häufig im Plural verwendet wird, man findet den praktisch nie im Singular, man findet ihn im Singular, aber sehr selten und meistens dann auch in Metadiskussionen. Und dann gut, ein Adjektiv als erstes vom Komposium ist auch selten und immer wenn man sowas Seltsames sieht, dann glaube ich, hat man sozusagen den Anfangsverdacht, jetzt kommt was Kriminalistisches, Anfangsverdacht, ne, dann mal zu zweifeln. Ne. Also das Anzweifelbare erkennt man, glaube ich, schon sprachlich. Es gibt noch andere Kriterien, an denen man das erkennt, aber da ich Linguist bin, interessiert mich das natürlich besonders. Ihr habt Fragen auf Lager, ey. Kommt da noch was? Eine noch? Seid ihr jetzt schon erschöpft? Guck mal da. Ali, willkommen. Diesmal zu zweit. Wir sind jetzt ein Zweierteam, dann können wir uns auch ein bisschen mehr Zeit lassen. Wie bei MTV damals. Gibt es Bestrebungen, irgendwie mit Algorithmen da ranzugehen, an diesen zweifelhaften Kombinationen von Wörtern, die zur Manipulation genutzt werden? Ja, das ist eine interessante Idee. Ich habe da schon mal drüber nachgedacht. Ich habe auch so ein bisschen rumexperimentiert mit dem Natural Language Paket von Python.
Und ich könnte mir vorstellen, dass man da was machen kann. Also es gibt in der Computerlinguistik so ein paar Leute, die sich mit solchen Sachen beschäftigen. Aber meistens will man da, also die Anwendungen, die man da so macht, sind zum Beispiel, also das Gegenteil von Fake News, nämlich richtige Nachrichten zu erkennen und so im Netz, an dem Aufbau, da gibt es dann einen Satzbau im Deutschen, den man da häufig findet und so. Das kann man natürlich auch umgekehrt verwenden, ne? Da kann man natürlich auch umgekehrt gucken, ne? Wo stimmt was nicht. Und wie gesagt, also gibt es ein paar Leute, die das machen. Ich selber wollte da auch ein bisschen weitergehen. Mir fehlt da noch so ein bisschen der Kooperationspartner, weil ich selber nicht so gut programmieren kann. Das ist eine gute Überleitung von Macht und Machen zu Mitmachen. Erstmal danke. Vielen Dank. An euch für eure Fragen und an Martin.